Hallo und herzlich willkommen zu Watzel Weekly, der wöchentlichen Information rund um die Coronavirus-Impfung. Ich habe in den letzten Folgen häufiger mal Impferfolge aus Ländern gezeigt, die uns beim Impfen schon etwas voraus sind, zum Beispiel Israel oder auch Großbritannien. Heute mal eine Erfolgsmeldung auch aus Deutschland. Was Sie hier sehen, ist der Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts, wo die Inzidenzzahlen nach Altersgruppen aufgeteilt sind. Was Ihnen auffällt hier, das ist die zweite Welle, die über den Winter bei uns gewütet hat, muss man ja schon sagen. Und dann sehen Sie gerade hier im oberen Bereich die hohen Inzidenzen bei den Leuten, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, auch schwer an Covid-19 zu erkranken, nämlich die Älteren. Gerade die bei über 80 hatten wir eine sehr, sehr hohe Inzidenz. Und das erklärt auch, warum wir in der zweiten Welle solche hohen Todeszahlen hatten. Dann haben wir Anfang Januar angefangen zu impfen, sind dann durch die britische Mutante in die dritte Welle reingekommen und da sieht das Bild doch etwas anders aus. Nämlich gerade hier in dem oberen Bereich fehlen uns diese hohen Inzidenzen. Die Inzidenzen sind wieder hochgegangen, aber halt gerade bei den Jüngeren. Und das ist ein Erfolg der Impfungen, weil zu dem Zeitpunkt, als dann die dritte Welle kam, hatten wir schon sehr viele der über 80-Jährigen geimpft. Und das zeigt sich hier, dass wir durch die Impfungen gerade auch viele Infektionen in dieser Altersgruppe verhindert haben und damit natürlich auch viele Todesfälle. Unsere Arbeit ist natürlich noch lange nicht getan. Auch jetzt in dieser dritten Welle haben wir noch hohe Inzidenzen bei Leuten, die immer noch vulnerable sind, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell natürlich alle über 70 und auch die über 60-Jährigen und alle mit Vorerkrankungen impfen. Da liegt noch einiges vor uns. Aber das zeigt zumindest, dass wir auch hier in Deutschland schon auf einem guten Weg sind und wir auch schon den Erfolg der Impfungen zumindest teilweise sehen können. Dann noch ein kurzes Update zum Thema Impfen und Schwangerschaft. Die Impfung in Deutschland ist für Schwangere ja immer noch nicht empfohlen. In den USA war es so, dass sich Schwangere haben impfen lassen können. Es haben sich auch über 90.000 schwangere Frauen in den USA impfen lassen, bisher ohne Probleme. Es haben sich keine erhöhten Nebenwirkungen gezeigt. Und das hat jetzt auch Großbritannien und die Impfkommission in Großbritannien dazu bewogen, die Impfung auch für Schwangere, gerade mit den mRNA-Impfstoffen, die in den USA verwendet werden, also mit BioNTech, Pfizer oder mit Moderna, zu empfehlen. Das heißt, in Großbritannien können jetzt ganz offiziell auch Schwangere geimpft werden. Auch in Frankreich ist es so, dass Schwangere ab dem zweiten Trimester sich impfen lassen können. Und das ist die gute Nachricht, zeigt auch, dass wirklich nichts Schwerwiegendes zu erwarten ist für die Schwangeren, dass die Impfung für die Schwangeren auch sinnvoll und sicher ist. Und ich gehe davon aus, dass es über kurz oder lang hier in Deutschland auch so kommen wird. Wie ist es mit der Impfung von Kindern? Auch da ein neues Update. Die Studie von BioNTech Pfizer hat die ersten Ergebnisse gezeigt. Die haben ihren Impfstoff an den 12- bis 15-Jährigen getestet, haben da über 2000 Kinder in dieser Studie drin gehabt, die Hälfte geimpft, die andere Hälfte nicht geimpft. Im Verlauf der Studie gab es 18 Covid-19-Erkrankungen und die waren alle in der Placebo-Gruppe. Das wäre also rechnerisch eine Effektivität von 100%, zeigt aber im Prinzip, dass der Impfstoff genauso hoch effektiv ist in den Kindern wie auch in den Erwachsenen. Er zeigt sogar noch höhere Antikörperspiegel in den Vergleichen mit den Jungen, die sonst in der normalen Studie drin waren, also die 16- bis 25-Jährigen. Also die Kinder reagieren sogar noch besser auf den Impfstoff, entwickeln noch mehr Antikörper, sind deshalb vielleicht auch noch besser geschützt. Und ganz wichtig, es haben sich keine erhöhten Nebenwirkungen gezeigt. Also das Sicherheitsprofil ist genauso wie in der Studie mit den Erwachsenen. Und deshalb hat BioNTech Pfizer auch in den USA bereits am 9. April beantragt, die Notfallzulassung auf die Kinder von ab 12 Jahre auszudehnen. Und ein ähnlicher Antrag wird wahrscheinlich auch bald bei der Europäischen Arzneimittelbehörde bestellt. Und wenn der dann genehmigt wäre und eine Zulassung erfolgt, dann könnte man auch hier in Deutschland die 12-Jährigen und älter impfen. Und die gute Nachricht ist, das ist der gleiche Impfstoff wie für die Erwachsenen, die gleiche Dosis. Das heißt, den haben wir schon, da könnten wir auch sofort loslegen mit dem Impfen.
Ganz zum Schluss noch ein kurzes Update zu Johnson & Johnson. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat sich gerade heute, das ist jetzt gerade Dienstagabend, zu Johnson & Johnson geäußert und hat gesagt, sie empfiehlt den Impfstoff für alle Altersgruppen. Es sind ja auch hier seltene Nebenwirkungen aufgetreten, diese Sinusvenenthrombosen und andere thrombotische Ereignisse, die mit sehr wenigen Blutplättchen einhergehen. Das waren in dem Fall jetzt gerade erstmal 8 Fälle bei 7 Millionen Geimpften, also eine deutlich geringere Inzidenz als bei AstraZeneca. Deshalb muss man erstmal gucken, wie da die wahre Inzidenz wirklich ist. Und auch in Deutschland wird sich sicherlich die STIKO bald dazu äußern. Jetzt noch zu zwei Fragen. Die erste Frage ist, wann gelte ich als vollständig geimpft? Ganz klar, Sie haben einen ersten Immunschutz frühestens 14 Tage nach der ersten Impfung. Das heißt, nicht gleich nach der ersten Impfung denken, ich bin geschützt und ich kann jetzt alle Sicherheitsmaßnahmen fallen lassen. Und der volle Impfschutz gilt erst ab 7 Tage nach der zweiten Impfung. Ausnahme Johnson & Johnson, da braucht man nur eine Impfung, da ist man 14 bis 21 Tage nach der ersten Impfung voll geimpft. Das gilt übrigens auch für die Kombination von AstraZeneca mit einem mRNA-Impfstoff. Wenn Sie Ihre zweite Dosis erhalten haben, eine Woche später würden Sie auch dort als voll geimpft gelten. Die zweite Frage ist, wie gefährlich ist die indische Mutante? Da kann man aktuell noch keine gesicherten Aussagen treffen, weil es da noch keine wirklichen Labordaten zu gibt. Ich habe aber hier mal einen Überblick über die verschiedenen Mutanten erstellt, weil langsam kann man ja auch mal so den Überblick verlieren. Zumindest die wichtigen Mutanten. Wir kennen alle die Mutante aus Großbritannien, die B.1.1.7. Die ist sicherlich ansteckender, hat bestimmte Mutanten. Die sind hier mal so als Zahlen-Nummern-Kombination angegeben. Und sie ist wahrscheinlich auch tödlicher, aber dem Immunschutz entgeht sie nur ganz, ganz minimal. Das heißt, bei den Impfungen, wenn ich geimpft bin, muss ich mir gegenüber der britischen Mutante keine Sorgen machen. Die Mutanten, wo ich mir in Bezug auf Impfung Sorgen machen muss, ist besonders die aus Südafrika. Die entgeht dem Impfschutz am meisten, aber auch dort ist man als Geimpfter nicht ungeschützt. Zum Beispiel hat auch die Studie von Johnson & Johnson gezeigt, dass gerade auch schwere Verläufe mit dieser B1.351-Mutante aus Südafrika immer noch zu über 80% verhindert werden durch die Impfung. Das heißt, auch da gibt es immer noch einen guten Schutz. Der ist aber halt etwas geringer. Die P1-Variante aus Brasilien entgeht auch der Immunreaktion etwas, aber nicht so stark wie die aus Südafrika. Auch die Mutation aus Kalifornien entgeht etwas der Immunreaktion, aber auch nicht so stark wie Südafrika. Und jetzt haben wir die Mutation aus Indien, die B1.617. Die hat zum einen eine Mutation an Position 484 und die findet man halt auch in den Mutanten, die der Immunreaktion entgehen, nämlich der aus Südafrika und der aus Brasilien. Und sie hat noch eine weitere Mutation, die wir sonst aus der Mutante aus Kalifornien kennen. Auch die entgeht der Immunreaktion ein wenig. Und sie hat eine Mutation an Position 681, die wir aus der britischen Mutation kennen. Das heißt, es ist so eine zusammengewürfelte Mutante. Und deshalb wissen wir noch nicht, ob sie ansteckender ist. Sie wird wahrscheinlich der Immunreaktion etwas entgehen. Ob das weniger ist als die Südafrika-Mutante, gleich viel oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das muss man sehen. Dazu gibt es aktuell noch keine Daten. Und deshalb würde ich da auch sehr ungern spekulieren. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss!